Ja, Marvin. Übernächste Woche ist das. Wir haben jetzt eine BGA gebaut. Wahrscheinlich hast du es auch schon gesehen, die ist neben meinem Hof. Ja. Und da machen wir übernächste Woche am Samstag eine Einweihung. Okay. Wenn du Lust hast, dann kannst du kommen. Da wird dann ein bisschen die BGA gefüllt und gibt da was zu essen und zu trinken. Wenn es ums Essen und ums Trinken geht, perfekt, da bin ich gleich mit dabei. Ja, ich glaube Hot Dogs oder so kommen. Okay. Jo, okay, gut, ja, ich merke gerade, der Hans ruft mich gerade an, einen Moment bitte. Ja. Hallo, ja, Armin. Hallo, Hans. Was gibt's? Ja, die Hühner. Ja. Die kaufen sie jetzt sicher bei mir. Ja. Okay, gut. Wie viel Hühner, dann kann ich das gleich vorbereiten. Das wären dann 15 Stück machen. Oh ne, machen wir 20. 20? Jo. Mit Hahn oder ohne? Einen bitte. Oder dazu, also gut. Ja. Okay. Also bis dann. Jo, tschüss. Perfekt, danke, ciao. So, sorry, Max. Mach nix. Also. Da wäre dann eine Einweihung zur BGA, für die BGA. Ja, genau. Okay, die wäre abends. Dann nächste abends, Woche. So ab 7. Übernächste Woche am Samstag. Übernächste Woche am Samstag, okay. Quasi jetzt diese Woche und dann nächste Woche am Samstag. Okay. So, ja. Perfekt. Also dann gucke ich, damit ich da Zeit habe. Ich glaube aber schon, jo. Ja, so ab 17 Uhr geht's los. Okay. Ich werde aber wahrscheinlich, ach so, das ist ein Samstag. Mhm. Ja gut, dann Sonntag. Also, muss halt nur gucken, wie ich dann nach Hause komme. Ja, sonst. Wahrscheinlich Taxi anrufen. Sonst schauen wir mal, sonst fahr ich einfach alle nacheinander heim. Ja. Aber dann kannst du ja nichts trinken. Ja, egal. Oha. Muss ja auch nicht unbedingt, die muss ja auch noch gerne im Radlader füllen. Achtung. Aber, ja. Was macht die Polizei jetzt hier? Keine Ahnung. Weiß ich selber auch nicht, da muss ich jetzt gleich mit mir reden. Na so, hallo Tim, Meister. Hallo. Ich wollte eigentlich einen Ersatzteil abholen, aber wo ich hier sie zufällig treffe, ich habe gehört, das soll ihr Schwader sein, ich bräuchte dann noch einmal den Nachweis, dass es auch ihrer ist, dass ich die Akte schließen kann, dass ich die dann in den Aktenschrank einlagern kann und dass das durch ist. Ich muss leider mit dem Polizeiwagen. Nein, das war so ein Gerücht, das durchgegangen ist und ich dachte, das wäre ihrer. Oder ist das nicht ihrer? Es ist schon meiner, aber das wollen sie das eigentlich ohne der Polizei klären. Na, wenn sie das jetzt nachweisen, dass das ihrer ist. Die müssen mir nur einmal die Seriennummer sagen, dann muss ich die da abgleichen, dann dann schließe ich die Akte und dann war's das mit dem Fall. Dann brauchen wir da nichts mehr machen, also dann sind wir da raus. Okay. Dann ist der Fall erledigt. Nicht wunder, dass ich mit dem Polizeiwagen hier bin. Ich darf nicht mit meinem Privatwagen fahren, weil ich Dienst habe. Okay. Und nebenher bin ich am Ackern und da brauche ich eigentlich noch ein Ersatzteil und das musste ich jetzt leider mit dem Polizeiwagen holen, falls ein Einsatz reinkommt. Okay, ja, hier die Seriennummer, bitteschön. Okay, ich gleich die einmal ab. Da haben wir sie. Ja gut, Max. Dann passt das. Dann werde ich kurz zur Polizeiwache fahren und okay. Die Akte schließen und die dann schön in den Schrank, in den Keller und nie wieder rausholen. Perfekt. Dann ist das durch. Leider sind wir noch nicht so ganz mit der Digitalisierung. Oh. Wenig von der Gemeinde. Okay, ja, die haben sich ja jetzt hier einen Bauhof hingelegt, ja. Wie irgendwas mit Polizei. Ja, und wir fahren immer noch die B7 anstatt die B8. Naja, also ich bin dann raus, ich muss weiter ackern. Jo, tschüss. Ciao. Tschüss. Max? Woher weiß jetzt die Polizei schon davon? Das macht viel zu schnell die Runde. Das ist einfach Dorfleben. Da kannst du nichts verheimlichen. Haben wir ja auch schon gesehen mit dem Mail.
Mehl? Ja, dein Bullock. Meinst du Öl? Ja, die Ölspur da, wo du gezogen hast. Ja. Haben wir ja auch schon gesehen, das ist ja auch richtig schnell rum. Aber solange ihr dann da nichts mehr macht, ist das okay, aber trotzdem. Ja, müssen wir jetzt gucken, dann. Ich habe mittlerweile echt so das Gefühl, einer will mir die Polizei unter den Arsch schieben. Ja, müssen wir nur rausfinden, wer. Okay, ja, ich muss jetzt aber weiter. Okay, jo, ich guck dann auch mal, ich überlege mir mal, wer das hätte sein können. Ja, und dann nimm ich ihn nur jetzt mit. Jo, okay, also bis dann, mach's gut. Mach's gut. Jo, tschüss. Ciao. Okay, also, liebe Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ja. Ich habe jetzt meinen Schwader wieder. Guckt euch die letzten Folgen an, wieso der weg war und wieso der jetzt auf einmal wieder aufgetaucht ist. Dann werdet ihr auch aufgeklärt. Und dann wisst ihr auch gleich Bescheid. Marvin? Ja? Wollte eine Frage. Willst du der Hexer bringen oder die Däden schnell holen? Nee, ich fahr. Nee, die Däden schnell holen, weißt du? Ich hol jetzt nichts mehr zum nur noch holen gleich. Oh, schade. Dann holen sie den. Ja, bis gleich. Okay, bis gleich. Beim Häckslerfahren bin ich immer gleich mit dabei. Also. Muss ich schon mal sagen. Oh Gott. Kommt wieder der fettische Bulldog im ganzen Dorf. Ja, grüß Gott. Also hier ist schon ein hubbliger Feldweg, muss ich schon mal sagen. So, vorsichtig hier raus. Und dann gehen wir. Eigentlich, nee, ich würde jetzt glaube erstmal lieber den Schwader sauber machen und dann würde ich nämlich gleich zur Wiese fahren und den dann gleich auch wieder benutzen. Nämlich dann sag schon Bahn legen. Mein Heu dann in Bahnen legen. So, also vorsichtig hier rum. Da rennt der Max. So. Dann sind wir da, dann mache ich den schnell sauber. Aber dann warte ich noch schnell auf den Max, weil der kommt ja jetzt noch schnell, dann renne ich noch schnell vor. Und dann mache ich sauber. Ja, da kommt der Hans auch. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Hans, was warum geht's? X, ich wollte bloß mal das Mähwerk gucken. Warum? Weil es die Runde gemacht hat, dass ich es gesponnen habe. Okay. Ja, Max, komm mit. Startet eine große Halle, oder? Ja. Oh, Max. Schon wieder. Wenn man es mal so sagen darf. Warte, ich mach kurz auf. Achtung. Ja, ich glaube, da haben wir noch zwei, aber schon. Ja, gut, danke. Jo, soll ich nur kurz sauber machen? Ich mach einen Hochdruckreiniger jetzt sowieso gerade an. Mai bei mir. Okay, also dann.
Mauern? Ja. Genau, das haben wir auch noch gesagt. Ich hab dir noch ein bisschen was für das Häcksler. Da hast du mir gut geholfen. Ach so, ja. Bloß das will ich. Wieso? Weiß der Hans jetzt was davon, von dem scheiß Mehrwerk? Keine Ahnung. Ah, der war doch oben bei uns. Da wo das doch nicht so gut funktioniert hat mit dem Bulldog und so. Ah, der war da oben halt. Da wo wir den Bulldog ausgerechnet haben in deiner Wiese. Hoffentlich geht der jetzt. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich das nächste, damit jetzt gleich irgendwas. Das nächste. Ja, wahrscheinlich wird dann irgendwann noch die nächste irgendwie eine Lüge oder so. Ich krieg echt ein bisschen. Ja. Yeah. Passt das weiter, komm an. 200.000, perfekt, danke. Bisschen weniger wie 200.000. Ich hab's jetzt gar nicht gelesen, richtig. 20 war es. Okay, 200.000 wäre auch schön gewesen. ja, weiß ich schon. Okay, also dann. Mach's gut, Max. Bis dann. Ja. Ciao. Also, tschüss. So, also dann gehe ich jetzt schnell zum, Schwader, mach den schnell sauber. Und dann geht's zum Bahnenlegen. Jetzt ist der Hans immer noch da. Was macht denn der? Achtung, Achtung! Also dann gehen wir jetzt. Tschüss! Tschüss! Also, dann sehen wir uns jetzt gleich an der Wiese, liebe Leute. Bis gleich. So! Also, sind wir auch an der Wiese angekommen. Ich kann euch nicht sagen, ich glaube, es liegt mittlerweile echt am Bulldog. Jetzt geht der Schwader nicht an. Ohne Scheiß, Leute. Ich verarsche euch nicht. Es liegt, glaub, echt am Bulldog. Jetzt geht's. So. Also, dann sammeln wir dann jetzt gleich mal Zeug ein. Dann haben wir jetzt auch endlich mal Heu. War, glaube ich, jetzt auch mal nötig. Jo. Dir den gerade Hans? David. Hans? 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 Hallo? Hans? Ich muss den Max anrufen. Ganz schnell. Max? Hallo, Strunz hier. Du willst nicht wissen, was gerade eben passiert ist. Du willst es nicht wissen. Wenn du das sagst, nee, dann will ich es nicht. Nee, sag ich bin trotzdem. Grad, ich bin gerade beim Schwadern. So. Ja, ich hab's gesehen, du bist neben mir am Hof. Ganz gechillt und auf einmal ist der Hans vor mir gelaufen mit einer Motorsäge. Dann hat er gesehen, damit ich auf ihn geguckt habe, dann ist er schnell in der Wald rechts neben reingesprungen. Und dann bin ich ausgestiegen, hab Hans geschrien und auf einmal schon dermaßen schnell weggerannt. Okay, bleiben den Bulldog und schließ mal zu. Und schauen, wenn er einen Stein hat, fahr weg. Hat er nicht, der ist weggerannt. Oder irgendwas anderes. Ich steig jetzt einfach mal aus. Es geht schon. Leute, ich hab so Schiss. Ich hoffe echt, damit der jetzt nicht kommt. Guck mal, schnell im Schwader hinten. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Oh
Hallo? Hallo? Marvin? Marvin? Max? Bist du das? Hallo, Max? Bist du das? Ja, Marvin. Ja, wie bin's? Oh Gott. Wieso hast du eine Kettensäge? Fällt da was? Hab ich nicht. Hey, klar. Nein. Keine Ahnung. Ihr habt auf jeden Fall die Polizei und alle... die Polizei alarmiert. Polizei, Herr Labach, was ist hier passiert? Scheiße. Befindet sich der Täter noch am Einsatzort? Ah, vielleicht. Okay, geht's Ihnen soweit gut? Wir haben eine starke Kopfplatzwunde. NRF, Sie kümmern sich drum. Jo. Ich werde mir den Tatort ansehen. Feuerwehr, Löschleitung oder Löschwasserversorgung aufbauen, falls der Fan einfach schildern. Lex hat. Und Hilfe, was ist hier passiert? Ob Öllex sind. Ich sitze gerade voll. Ich bin, glaube ich, blute. Ich guck ganz nach Öllex. So, gleich fertig. Ich glaube, ich blute irgendwie. Ja, am Kopf. Ja, wir bringen sie jetzt erstmal ins Krankenhaus. Und dann werden wir uns um den Täter kümmern. Super. Wissen Sie denn, wer das war? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war der Hans. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, womit hat er sie angegriffen? Mit einer Kettensäge. Und hat er sich normal aufgeführt oder hatte der irgendwie recht aggressiv, abwesend? Recht aggressiv irgendwie. Psychisch abwesend oder normal wie immer? Ich weiß es nicht. Okay, dann werden wir uns da mal drum kümmern. Wir würden sie jetzt erstmal ins Krankenhaus bringen. Und wir geben ihnen erstmal was Starkes gegen die Schmerzen. Sie werden jetzt gleich ohnmächtig werden. Okay.